ist das. Mein Name ist Snipe. Heute zocken wir Sneak Thief. Yo, typisch schwarz. Du bist auch nicht der Hellste. Auf jeden Fall spielen wir Sneak Thief. Das ist ein Spiel, wo wir einfach einen Einbrecher spielen. Ich habe das Tutorial eben gerade schon gespielt. Also ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Es sind so ziemlich die Standard-Controls. Es ist einfach nur laufen, rennen, nehmen und Flashlight. Yo. Die Home Invasion, die spiele ich jetzt nicht, weil ich die leider schon kenne. Ich glaube, wir fangen an mit der Bank, oder? Mit der Yacht? Die Yacht ist auf Normal, das ist nicht mehr easy. Fangen wir an mit der Yacht oder mit Home Invasion? Wir fangen an mit der Bank. Die Bank ist noch auf easy, das sollte cool für uns sein, das sollten wir schaffen. Wir bräuchten hier $500.000, bevor wir die Scheiße verlassen könnten. Okay, das ist die Bank. Die hat ein paar Security Guards. Okay, ist alles cool. Solange die nicht schießen, sagen die auch was? Rasten die aus, wenn ich die schubse jetzt? Nein, die tun gar nichts. Aber die sehen gruselig aus. Yo! Ich will euch damit nicht beleidigen, aber ihr seht nicht aus wie Menschen. Ihr seid voll gruselig. Ihr seht eher aus wie Barbie und Ken. Nur ohne Barbie und Ken. Wir müssen hier irgendwie $500.000 klauen. Wie sollen wir hier $500.000 klauen? Können wir hier einfach rein? Hallo? Hier liegt überall Geld rum. Können wir das einfach nehmen, ohne dass es den Typen interessiert? Weil hier sind doch überall Wachen um uns herum. Vielleicht fangen die Wachen dann an, auf uns zu schießen. Darauf habe ich keinen Bock. Aber ich probiere es einfach. Ich nehme das Geld. Okay. Oh, okay. Okay, den Typen interessiert das gar nicht. Nehme ich das Geld? Oh, verdammt, das ist voll viel Geld. Ich habe 60, 65.000, 70, 75, 80, 90.000 Dollar habe ich gerade genommen. Und den Typen interessiert es nicht mal. Du wirst so gefeuert, Mann. Wie geht's dir, Vladislav? Yo, Tank Monitor? Kann ich ihm den PC klauen? Direkt vor deinem Maul? Kann ich vor deinem Maul... Yo, den Typen interessiert das gar nicht. Kann ich hier alles mitnehmen? Oh, ich kann hier alles mitnehmen und der Typ, den Typen interessiert es gar nicht. Yo, du hast ja gar keinen Chill. Das Geld hier, das interessiert dich ja bestimmt gar nicht, ne? Einfach das Geld mitnehmen. Was ist das? Bankdokumente, kein Problem, nehme ich mit. Das habe ich hier über $110.000 geklaut und den Typen hat es nicht mal interessiert. Yo, was ist das für ein Assi? Werden die Wachen jetzt auf mich schießen oder nicht? Kann sein, dass ich jetzt vielleicht feindlich für die bin, aber es hat doch eigentlich niemand gesehen. Das bedeutet, die Wachen müssten eigentlich nicht auf mich schießen. Nee, die schießen nicht auf mich. Kann ich hier auch Sachen klauen? Oh nein! Okay, das war dumm! Okay, das war dumm! Okay, das war dumm! Man darf nicht überall Sachen klauen! Oh, scheiße! Okay, das Ding schießt auf mich. Aber ich lebe noch. Oh, shit, der kommt hier! Okay, das war dumm. Man klaut niemanden etwas vom Tisch. Wenn ihr versucht zu klauen, dann bitte nicht vom Tisch. Wir haben jetzt noch kein Geld geklaut, aber hier ist eine Leiter und hier ist eine Tür. Können wir hier rein? Hier ist ein Hebel. Macht der? Greift mich die Wache jetzt an, die da stand? Greift die mich an? Nein, den interessiert es auch gar nicht. Was habt ihr alle für Jobs? Den ist es komplett egal. Okay, ich gehe jetzt einfach von oben rein, ganz sneaky. Hier runter. Enter Password. 4 tries. Also müssen hier irgendwo Passwörter sein. Hier darf ich jetzt nichts klauen. Hier darf ich auf jeden Fall nichts klauen, sonst schießt der Motherfucker gleich wieder auf mich und darauf habe ich gar keine Lust. Kann ich die Kaffeemaschine mitnehmen? Wenn ich es hier klauen würde, würde er es bemerken? Der wird es eigentlich nicht bemerken. Normalerweise könnte er das nicht bemerken. Okay, wir gucken mal in dem Raum. In dem Raum waren wir noch gar nicht, außer wir haben uns da drin einmal versteckt vor dem Typen mit der Shotgun. Aber der hat uns dann weggeschossen. Das schließen wir wieder. Was ist das? Können wir das nehmen? Nein. Nein. Die Monitore können wir auf jeden Fall nehmen. Die sind $100 pro Stück wert. Das ist jetzt auch nicht das Geld. Das Bild ist $200 wert. Bankdokumente. Ein Buch? Passwords! Unter dem Buch ist ein Zettel mit Passwords. Kann ich das Buch irgendwie wegnehmen? Oh mein Gott, ich habe das Buch. Okay, Passwords. Kann ich die irgendwie lesen? Nochmal, komm. Oh, es sind so viele. Und wie viele Tries habe ich? Wie viele Versuche habe ich dahin? Ich glaube, das waren jetzt 13 Passwörter oder so. Ich habe 4 Versuche. 4 Versuche. Bitte lass die Scheiße funktionieren. Ich habe nur 4 Versuche und ich möchte nicht wieder hops genommen werden. Bond, Lies, Cares, Back, Dogs, Bank, Cash, Band, Cool. Cool ist ein gutes Passwort. Ich probiere es jetzt erstmal mit Cool, mit Passwort Nummer 9. Nummer 9, Passwort Nummer 9. Bitte lass es cool sein. Und schießt der Motherfucker, wenn ich einmal falsch tippe? Ich mache besser die Tür zu. Das ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. Kann ich die Tür zumachen? Achso, das ist die Tür. C, O, O, L. Yo, ein Try. Schießt der jetzt auf mich? Nope, wir nehmen jetzt einfach irgendwelche Passwörter mit. Wir hatten jetzt Nummer 9, cool, wir haben noch 3 Tries. Dann nehmen wir cool, ach, wir nehmen alle. Band, Cash und Bank. Die sind direkt übereinander weg. Band, Cash, Bank. Band, Cash, Bank. Band, Cash, Bank. Okay, Band, B-A-N-D. Falsch. Aber wieso ist nur das D weggegangen? Kann ich das irgendwie zurückmachen, weil das nächste Wort wäre Cash?
Aber ich kann Cash jetzt nicht mehr eingeben. Dann probier's mit Bank, Bank, Bank. Oh, Bank funktioniert. Oh, scheiße. Der Tresor öffnet sich. Oh mein Gott, wie viel Geld ist das? Ist es genug? Wir brauchen 500.000. Yo, das ist voll viel Geld. Ach du Kacke. 200.000. Oh. Oh, und jetzt auch noch Goldbarren. Yo, ich glaube, wir können hier raus. Ich glaube, wir haben das Level geschafft. Wir haben das Level so safe geschafft. Verdammte Kacke. 600.000. Oh. Ist der Typ cool? Bist du cool? Du bist cool, ich hab gerade nur 900.000. Guck besser nicht in den Raum rein. Sollen wir unten das Geld auch noch mitnehmen? Ich meine, wir könnten jetzt eigentlich flüchten, aber das war jetzt noch Free Money. Ich glaube, wir nehmen das Free Money auch noch mit. Komm, hier. Das ist alles umsonst. Das ist alles umsonst. Der Typ kümmert sich nicht darum. Es ist ihm scheißegal. Wir nehmen jeden einzelnen Cent mit. Tut mir leid, jeder Cent ist was wert. Wer den Cent nicht ehrt, ist den scheiß Dollar nicht wert oder den scheiß Euro. Ist mir kackegal. Wir haben über 1 Million geklaut, yo. Tut mir leid, aber du wirst morgen so hart gefeuert. Oh shit, shit, nicht jetzt, falsches Timing, oh, der kommt mit der Shotgun rein, was soll ich tun, da oben ist auch einer, oh mein Gott, ich will jetzt nicht sterben, nicht jetzt, ich hätte es nicht mitnehmen sollen, oh mein Gott, wieso nehme ich denn das Geld mit, yo, wir hätten das Level gerade geschafft, hätte ich das scheiß Geld nicht mitgenommen unten, wieso, wir nehmen jetzt einfach oben das Geld, der Rest ist scheißegal, wieso habe ich das Geld eben gerade mitgenommen. Hätte ich das mit den Scheiß nicht mitgenommen, wäre nichts passiert, aber okay. Natürlich, ich war wieder geizig, okay. Ich bin dumm. Dumm und geizig. Verdammte Kacke. Regt mich das jetzt gerade auf. Aber wir kennen oben das Passwort. Oder resettet sich das immer? Könnte es sein, dass es jede Runde ein anderes Passwort ist? Dass sich das so generiert? Ich hoffe, dass sich das Passwort nicht generiert. Machen wir hier closed. So, geben hier Bank ein. B-A-N-K. Übrigens, das beste Passwort der Welt. Bank. In der Bank. Yo, die Leute hier sind dumm. Bank. Nein, das funktioniert auch nicht mehr. Mann, nein, wir hätten das Level eben gerade geschafft. Bitte, bitte, komm schon. Band ist auch noch ein Passwort. Band, bitte, funktioniert doch. B, C. Was? Ich probiere es nochmal mit Bank. Letzten Versuch. Ich habe mich verschrieben. Ich kann jetzt nicht mehr eintippen. Da wir das Level ja eigentlich geschafft haben, nehmen wir jetzt ein anderes Level. Bin so blöd. Die Yacht sieht... Oh. Okay, ein Schwarzer auf dem Meer, das gibt's nicht oft. Bin ich alleine auf der Yacht, dann wird's ziemlich einfach zu klauen. Das Smartphone, einfach mal... 750, was denn das für ein iPhone? 750. Der Fernseher, yo. Wo stecke ich denn eigentlich hin? Wo stecke ich den scheiß Fernseher überhaupt hin? Okay, da oben ist ein Wachposten. Der wird jetzt nichts tun, oder? Wieso bin ich auf einer Yacht alleine mit Wachposten? Ist das überhaupt möglich? Kann ich das alles mitnehmen? Yo, ich hätte wahrscheinlich beim Rettungsboot gucken sollen, wie viel ich brauche, um zu flüchten. Ach, das machen wir am Ende. Wir nehmen jetzt einfach so viel Geld mit, wie wir können. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Schritte, aber hier ist ja so viel Geld. Yo, auf was für einer Yacht seid ihr? Diese Yacht will ich auch. Keine Leute, aber hier ist nur Geld. Ist das eine Pizza? Bringt Pizza Geld? Nein. MP3-Player. Okay, ich glaube, das ist das ärmste Zimmer von allen. Ich habe schon 40.000 geklaut. Ohne, dass es irgendjemanden interessiert hat. Alle Räume sind offen. Das ist so auffällig. Aber es ist egal. Es kümmert die Wachposten nicht. Es kümmert mich nicht. Oh, da ist eine Goldvase. Kann ich die mitnehmen, wenn der Wachposten mich gerade nicht sieht? Weil der andere sieht mich gerade. Kann ich die jetzt mitnehmen? Theoretisch sieht er mich jetzt ja nicht. Oh, man muss die Sachen einfach mitnehmen, wenn die nicht hingucken. Ist da was Geiles drin? Da ist ein Fernseher drin. Den hätte ich gerne. Yo, ich habe erst einen Fernseher. Ich brauche zwei. Hat er mich gesehen? Nein. Okay. Den MP3-Player, wie viele MP3-Player habt ihr liegen? Ich meine, hier sind ja nicht mal Gäste an Bord. Eine scheiß Rolex-Uhr oder was ist das? Gold Watch, yo! Man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ist hier noch irgendwas hinter? Was ist denn das? Ist das Wein? Oh, Wein ist voll viel wert. Yo, nehmen wir alles mit. Niemand kann so viel tragen. Okay, wir haben schon 48.000 geklaut. Ohne, dass es jemanden auffällt. Oh, shit! Oh, shit! Oh, mein Gott! Oh. Oh, das ist voll laut. Die Schüsse sind voll laut. Wieso kam der jetzt von hinten? Ich habe in dem Moment doch gar nichts geklaut. Oder durfte ich da vielleicht nicht reingehen? Vielleicht wollte er einfach nur nicht, dass ich da reingehe. Kann das sein? Ich glaube, wir lassen jetzt erstmal die ersten beiden Räume raus und gucken uns ein bisschen hinten im Schiff um. Wir können ja nicht nur vorne rumlaufen. Was ist das hier? Smartphone, 750. Oh, ich kenne schon die Preise. Das ist die schwarze Genetik. Danke, Papa. Hier ist auch nicht viel. Hier ist gar nichts. Das Spiel fängt ein bisschen an zu haken. Wieso fängt es an zu haken? Lol. Oh. Oh, shit. Okay. Ich bin tot. Ich bin auch schon tot.
Wie oft wollt ihr schießen? So, Leute, leider ist das Spiel an dieser Stelle abgestürzt. Ich weiß auch nicht, wieso. Es ist jetzt auch schon ein bisschen später, was man am Sonnenlicht sehen kann. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich das Video beenden soll.